Ja, moin moin vom Car Center Rostock heute mal. Meine Heimstrecke, wo ich tatsächlich auch Rennfahrer bin in der zweiten Landesliga und meinen Job als Rennleiter bestreite. Ja, wir fangen aber bei mir zu Hause an. Was packe ich alles ein? Rippenschutz, Rippenpolster, Handschuhe und natürlich den wunderschönen Helm. Ja, alles ab in die Tasche und los geht's zur Strecke. Ja, schön Autowerbung, ganz klar. Ja, unser großes Schild, wo man übrigens nicht übersehen kann, dass es da zur Kartbahn geht. Ja, und rein in die gute Stube. Das ist unser Bistro, wo man übrigens auch sehr, sehr lecker Pizza essen kann. Da muss ich mir jetzt echt die Haare schön machen, ne? Weil ich mitfahre? Ja. Damit ich abgelenkt bin? Oder? Nee, damit es gut aussieht, wenn ich ablenke. Drei Kinderkarts, der Rest Evos und du dann. Ja, ich werde jetzt auch nicht auf Zeiten fahren. Ja, darum geht's heute nicht. Kommt drauf an. Was fahren wir überhaupt? 3x10? Die 13? Jawohl, Ska. Ja, ihr seht schon, ich war gut drauf. Ich habe mich auf jeden Fall drauf gefreut, mal mit normalen Kunden, die spontan da sind, mal zusammen eine Runde zu drehen. Bei grüner Ampel fährt es die Reihe. Dann du und dann wieder nach der anderen. Ja, normalerweise stehe ich auch am anderen Ende, also auf der Seite des Rennleiters. Aber lass mal los auf die Strecke. Ja, ich sag jetzt schon mal, ich habe keine vollständige Runde geschafft, also ohne Verkehr. Ich blende euch nachher aber nochmal eine komplette Runde ein von einem anderen Tag, dass ihr da nochmal eine komplette schnelle Runde sehen könnt. Ja, das war eng. Ja, den Ticketkunden, so nenne ich sie immer liebevoll, die haben natürlich nicht den Überblick, wie wir Rennfahrer. Ne? Deswegen, da nehmen wir aber immer Rücksicht drauf. Und es macht Riesenspaß, weil wo kann man mal so überholen wie hier? Bumm. Ja, konnte ich. Also man muss tatsächlich mit allem rechnen, aber mit allem rechnen, ja, habe ich auch keine Chance. Und dadurch kam natürlich der ein oder andere Rempler auch mal da, der nicht mit Absicht ist. Ich entschuldige mich aber jedes Mal dafür. Auch hier. Ja, ich musste lachen. Die Nummer 7 da rechts übrigens, könnt ihr euch schon mal merken. Die kommt gleich nochmal ins Bild. Ihr seht schon, wie ich hier vorbeifliege. Das liegt daran, ich habe das größte Kart, was wir da haben. Ja. Lässt er mich vorbei? Ja, er hat mich vorbeigelassen. Habe ich trotzdem getroffen. Das kann man tatsächlich auch fahren. Auch als, wie gesagt, Ticketkunde, so nenne ich sie. Man muss tatsächlich mit diesem schwarzen Kart, was man jetzt links sieht, mit den einstelligen Nummern, eine Zeit unter 42 Sekunden fahren. Und dann dürft ihr natürlich auch mit diesem Kart fahren. Das hat 2 PS mehr, ist aber auch ein bisschen schwerer und ein bisschen breiter und lässt sich ganz anders fahren, aber macht doppelt so viel Laune. So, einmal bedanken, weil sie alle nett vorbeigelassen haben. Jetzt schauen wir hier mal ein bisschen zu. Genau, immer eine andere Linie wählen. Also die Rennfahrer unter euch, die jetzt hier zugucken, klar gibt es da 1000 Stellen, wo ich hätte reinstechen können in die Kurve. Macht man aber bei normalen Kunden nicht unbedingt. Weil immer ein Restrisiko besteht, dass du da reinfährst. Und das muss nicht sein. Hier links war gerade ein Unfall. Gleich Hand hoch, gelb. Das vor mir ist übrigens, oder jetzt, beziehungsweise jetzt links neben mir, die 3, das war ein alter Bekannter. So. Ihr habt es eben schön gesehen, man will schnell fahren, man fährt auch schnell, aber tatsächlich immer zu schnell und spitz in die Kurve rein. Und ihr habt gesehen, wie es einen dann nach außen trägt und dadurch konnte ich mit Leichtigkeit vorbeifahren. Das werden wir jetzt noch des Öfteren sehen und das versuche ich meinen, beziehungsweise unseren Kunden immer wieder zu erklären, vor der Kurve bremsen. Hier auch wieder gesehen. Oh, hier steht einer. Oh, aber nichts passiert. Ich wieder Hand hoch. Manu war schon unterwegs. Hier halte ich jetzt mal an. Hört mal kurz zu. Immer wieder Qualm. Du darfst niemals beides gleichzeitig tun. Ne? Entweder nur Gas geben oder nur bremsen. Ne?
keine Angst, das war nicht mitten im Betrieb, wo wir da stehen geblieben sind. Es war schon gelb. Und ich habe gesehen, dass er die ganze Zeit Gasbremse gefahren ist und er macht damit natürlich die Karts kaputt. Deswegen musste ich ihn da einmal anhalten. Oh. Ja, ich habe das schon geahnt, er war ja neben mir. Deswegen bin ich in so einen großen Bogen gefahren und dann knallt er da an Harvey rein. Ja, aber auch nichts passiert. Aber habe dann auf jeden Fall meinen warnenden Finger gezeigt. Ja, das waren die ersten 15 Minuten. Wir sind zweimal 15 Minuten Turns gefahren. So, ab in die Box. Und ich sag's jetzt schon mal, gleich in der Pause werde ich euch einmal eine schnelle Runde zeigen. Die ist an einem anderen Tag entstanden. Aber dass ihr einmal eine komplette schnelle Runde sehen könnt. So, dann dürft ihr aussteigen. Ja. Wie geht der Helm auf? Was soll man hier machen? Ja, klar. Zack. Das ist schon eine Viertelstunde? Ja. So, dann ab in die schnelle Runde. Genau, also hier fährt man deutlich schneller und enger rum als das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Auch hier kann man ein bisschen den Schwung mitnehmen. Wenn euch übrigens meine Videos gefallen, lasst gerne mal ein Like da. Ich blende es oben links nochmal als Erinnerung für euch ein, denn das hilft mir auf jeden Fall. So, das ist die Runde schon. Die Kurve ist ganz wichtig, sonst kann man die ganze Runde natürlich wieder weghauen. Ja, und das war jetzt eine Runde mit unter 39, wo ich euch sagen kann, das war schon gut schnell. So, ab in den zweiten Turn. Ja, mache ich fix. Dann mache ich die Reihe hier mal. Ich glaube, ich bin auch einfach nur zu schwer. Ja, genau. Das ist immer der erste Grund, ne? Deswegen, gib mal jetzt einfach Gas, da kann nichts passieren. Und jetzt bremst mal. Und jetzt wieder Gas geben. Und jetzt wieder bremsen. Ja, genau, ist noch nicht so ganz drin, ne? Ja, ich hab's ja gesehen, ne? Aber versuch mal dran zu denken. Vor allem bist du dann ja auch schneller. Ja, Kart 7 war eben wieder unser Junge, der Gasbremse gleichzeitig gefahren ist. Damit macht euch nur das Kart kaputt. Und wollte ich ihm nochmal erklären. Oder nochmal verinnerlichen. Habe ich hier einen Daumen hoch gegeben, weil ich gesehen habe, dass er es besser gemacht hat. Also es hilft manchmal, diese Trockenübung. Ja, hier Nummer 2 wieder. Das war ein Mädel. Ist sehr schnell gefahren. Aber ihr seht es gleich, wieder zu schnell. Und zwar hier. Zu eng, zu weit. Und hier wieder. Und zack, bin ich vorbei. Ja, das könnt ihr euch schön abspeichern, das Video. Als Erinnerung. Ja, die 8, die hat Spaß gemacht. Die wollte mich nämlich nicht vorbei lassen. Hat gesagt, da ist ein Rennfahrer. Nö, das kann ich auch. Den lasse ich nicht vorbei. Hat auch ein bisschen gedauert. Vor allem, weil er in der Kurve so scharf gebremst hat, dass ich ihn nicht mehr vorbeifahren konnte. Hier klar, aber bringt ja nichts, wenn gleich wieder Linkskurve kommt. Aber jetzt hatte ich ihn. Aber ehrlich gesagt auch nur, weil ich 2 PS mehr hatte. Hier bin ich noch ein bisschen gehüpft und vorbei. Ich habe den Daumen hoch gezeigt. Hat er gut gemacht, hat er sich auch gefreut. Und er ist übrigens auch niedrige 41er-Zeiten gefahren, was schon sehr, 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 sehr gut ist mit den Evo-Karts, also die 9 PS-Karts, auf dem er sitzt. So, Harvey wieder voraus. Ja, ist ein bisschen zögerlich, dadurch bin ich natürlich auch nicht vorbeigekommen. Bei ihm weiß ich aber, da kann man mal in die Kurve reinstechen. Ja, da habt ihr gesehen. Also es gibt Leute, die stechen da einfach rein. Hier links war ein Unfall übrigens, deswegen hebe ich jetzt die Hand. Hatte der Rennleiter noch nicht gesehen. Aber jetzt hat er es. Ja, der Junge hat es auch nicht gesehen. Ja. Genau, also da war gerade die Ecke, was ich noch eben erzählen wollte. Da stechen manche Leute rein. Ja, hier einmal überholt einfach die 10 uns bei Gelb. Habe ich nicht verstanden. Also bei Gelb wird nicht überholt. Das wollte ich nochmal betonen. Habe ich ihn mir aber wieder geholt. Ja, wer bei Gelb überholt, bekommt eine schwarze Flagge. Schwarze Flagge heißt, man hat was falsch gemacht und muss in die Box kommen.
Genau, habe ich immer noch nicht erzählt. Und zwar gibt es da manchmal Kurven. Man denkt, man ist schon in und man kommt da durch, kommt man aber nicht. Also vorbei ist man tatsächlich erst, wenn man mit der Spitze auf der Höhe der Vorderreifen von dem anderen ist. Ja, so, wenn das noch nicht der Fall ist, auf jeden Fall zurückziehen, sonst landet man in einem Reifenstapel. So, dann dürft ihr aussteigen. Ja, Freunde, das war's schon wieder. Ich parke hier gerade mal das Kart ein. Und dann geht's auch schon wieder raus. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch Lust habt, kommt einfach vorbei. Mit telefonischer Anmeldung. Wir haben nur zur vollen Stunde auf. Beziehungsweise lassen wir immer nur zur vollen Stunde rein. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut!